Bestimmt. Nicht. Während Exo sich um die Bestäubung der Tiere kümmert. Die Bestäubung? Ja. Jo, was willst du denn hier machen? Willst du hier so eine Art Treppenhaus bauen? Ja, ich will ja so ein ja, genau. Wie macht der Elefant endlich groß hier? So, ihr Drecksviecher, damit seid ihr nun gefangen in eurer persönlichen Hölle. Aha. So, ich werde hier den Raum noch mal ein bisschen vergrößern, dass die Tiere auch etwas Freiraum haben. Aber ja, das Gras wächst perfekt. Das ist schön. Dann könnte man auch Schafe züchten, oder? Aber Schafe braucht man nicht. Theoretisch, ja. Die dumme behinderte Kuh geht da jetzt knauf. Ist ja jetzt hoch, dummes Viech. Behandle die Kuh doch nett, du beutest schließlich ihr Leben aus. So. Das war den ganzen Dreck hier entsorgt. Wir müssen nicht aufpassen, dass da keine Viecher runterkommen, wo ich gerade das Treppenhaus baue. Ich hatte mir sowieso überlegt, dann vor jeder Etage nochmal Stahltüren einzubauen. Das ist eigentlich unnötig, finde ich. Oh nein. Jo. Oh nein. Oh doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Patrick, du übertreibst. Ich will mich sicher fühlen, das tue ich nur, wenn ich Stahltüren habe. Ich fühle mich jetzt schon sicher. Ja, hast ja vorher gesehen, ne? Der Ogre hat halt mal das Haus hier eingerissen. Ja, das passiert einmal im ganzen Let's Play. Wer LP das... Highlight. Muss ich gleich mal im Bett legen, ey. Boah, verpisst euch, ihr Drecksviecher. Greife ich hier so ein scheiß Wildschwein und eine Spinne an. Ich krieg gleich ein, ey. Du kriegst gleich ein. Du kriegst gleich einen Ständer. So, das ist 1, 4 mal 4. Kevin, kannst du mir mal bitte einen Gefallen tun? Und zwei ja. Und drei Holzblöcke geben. Drei? Drei. Dürfen es auch vier sein? Ja! Nein, was denn für nicht. Holz? Holzplanken. Ja, welche Sorte, egal da. Ja, ist egal. Irgendeine Sorte. Vier Stück oder so. Genau drei waren noch da. Perfekt. So, dann kann ich unten noch schnell meinen. Oh, wie groß der Elefant schon wieder geworden ist. Wer macht den Dung denn weg? Das Ding verursacht nicht wirklich Dung. Natürlich, das ist voll braun geworden, der Boden. Nee, laber jetzt doch nicht. Guck's dir an. Alles voll. Es ist giftig. Du musst das mal essen. Hör doch auf. Da war so eine Scheiße. Das hätte ich wirklich gedacht, der Scheiß dahin, das wäre ja lustig. Das wäre geil gewesen, ja, super. Wir brauchen bald mal wieder. Hier, sag schon. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall ein Kistenlager bauen.
Nein, ich bin runtergefallen. Oh, verdammt, ich wäre fast gestorben. Aber das hättet ihr euch ja denken können, dass ich wieder ein Kistenlager brauche. Was hat einfach eine Oger zerstört, wenn die ganzen Items rumliegen? Ich riskiere es nicht, da runter zu springen. Ich bin gerade auch runtergefallen. Es kommt ein Drecksgeist oder so. Ja, Exo, das war jetzt nicht so ideal, dass du hier die Leiter jetzt wegbaust. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Haha, ich komme gleich. Die Geister, die wollen nicht holen. Die wollen nicht in die ewige Verdammnis ziehen. Schon da. Unten können wir Wasser hinmachen, dann können wir immer runterspringen. Ja, das sowieso. Quasi wie bei der Monsterfalle, die wir da in der letzten Staffel hatten. Wie sollen wir das hier eigentlich nennen? Let's Play Minecraft Together Staffel 3? Ja. Ich brenne! Hat jemand Wasser oder so? Ich bin eh tot, scheiß drauf. Das wird sowieso wahrscheinlich die geilste Staffel werden. Sowieso. Die beklappteste. Ja, das sowieso. Was sag ich jetzt noch mit dem... wo du meintest, ja, also auch noch mitmachen, ich weiß gar nicht mehr den Namen. Ach, du meinst, ja, das ist, wie gesagt, wir waren da so voll in Planung und deswegen, keine Zeit dafür gefunden. Die Aufnahme hier ist ja sowieso eigentlich eher spontan, glaube ich. Es war ja so mehr oder weniger spontan. Du hast meine ganzen Sachen aufgenommen, ne? Echt? Mhm. Oh mein Gott. Ah, ich sehe es. Komm her. Mach hier Wasser bitte hin, gleich. Oder ja, komm mit hoch. Dann gib ich, ja. Ja, ich muss hier unten bleiben. Alles her. Ja, so viel Plunder hatte ich zwar nicht, aber gib mir einfach mal alles, was du nicht brauchst. Wir müssten dann auch mal, wenn wir Lava finden, 4 Lava-Eimer mitnehmen und einen Mülleimer basteln, dass man mal so einen Dreck wegschmeißt. Nein, wir brauchen nur eine Ziege, die frisst alles auf. Achso. Ja, dann bau eine Ziege oder was weiß ich. Ja, eine Ziege, die ist schnell gefangen, die zäunen wir dann einfach rein. Und dann werfen wir die Items hin und die frisst das alles auf. Soll ich hier unten übrigens Wasser hinmachen, wo Kevin gerade drinnen steht? Ja. Können wir von unten runterspringen. Verdammt, da ist schon wieder so ein riesiger Oger, aber der ist von 2 von unserem Haus. Ein doppelköpfiger Oger, verdammt! Mein Schwert, Spinne. Warum geht der auch bei Nacht raus? Was macht der denn für einen Scheiß? Da, guck mal, der Oger, ja. Zerlegt ihr wieder unsere Hütte? Greif ihn doch nicht an! Oh nö, wir haben Slenderman in der Bude. Ein Enderman. Oh, geh down, du Drecksviech. Und du scheiß Enderman, verpiss dich! Hockt der uns da in der Bude? Ich krieg einen Vogel, ich krieg echt zu viel heute. Was denn? Rein mit dir, nein! Der scheiß Knopf war Ich hab doch gesagt, der Knopf ist ein Scheiß! Ich wäre reingegangen, aber nein, Drecksviecher. Ich hol mal kurz eine Ziege. Ich kann meinen Dreck wieder nicht aufnehmen, ey, das nervt. Ja, das dauert einfach mal 10 Jahre, bis ich meinen Dreck aufnehme. Oh, ich bin so gut wie tot, ich muss mal kurz heilen. Ja, wir gehen jetzt mal schlafen. Boah, ich hatte gerade wieder einen Mega-Lag. Irgendwie habe ich mal Lags und mal wieder nicht. Da kommt manchmal, wenn so viele Viecher sind. Komm, Kevin, rein und jetzt gehen wir schlafen. Kommst du hoch? Ja, toll, ich komme nicht rein, der Dreckstür geht nicht. Ich habe mein Spiel abgestürzt. Jetzt, ja. Geht doch mal schlafen. Aber irgendwie schlafen wir nicht. Ja, ne? Ah, doch, jetzt. Ach doch. Schnauze, Bambo. Oder. Elefant oder was weiß ich, wie der heißt. Oh, Gambo? Keine Ahnung. Jumbo. Kevin, wir beide bauen Kistenlager. Machst du mit? Jo, oh, ja. Aber erstmal muss ich meinen Plunder oben wiederholen. Mein Tier ist gerade irgendwie noch größer als vorher. Also, ich glaube, langsam. Können die Tiere eigentlich an Altersschwäche sterben? Nein. Gut. Alter, mein Vieh. Die altern nicht oder so. Drecksding. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen Parkplatz für mein Viech. Ja, auf jeden Fall, Kevin, komm mal runter. Hey, Creative Mode Cheater, du. Ja, ich muss eben was aus dem Scheiß Inventar entfernen hier, die ganzen Dreck, den wir nicht brauchen, weil wir noch keinen Mülleimer. Deswegen schmeiß ich das gerade einfach in die Umwelt.
Ich bin zwar jetzt im, hier im, ja, Creative Mode. Weg mit dir, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Weg mit dir, brauche ich ebenfalls nicht. Auch nicht. Jetzt ist es fast, perfekt, jetzt ist es gut. Game Mode 0. Nein. Nein! Oh, fall ja da unten die Treppen runter, wir müssen hier ein Geländer hinmachen, ey. So. Ins Wasser gefallen. Schon wieder ins Wasser gefallen. I need some Cleanstone. Ich bin zu blöd, um die Treppe hochzugehen. Ist unten Wasser? Ja, ist doch, ist so gut. Alter, das spawnt der Drecksoger da draußen nicht endlich mal, ey. Kannst du überhaupt nicht rausgehen, weil das so ein Dreckviech ist, was dir gleich. Ja, Patrick lässt ihn auch noch gleich rein, ey. Der kommt hier nicht rein. Der ist hinter dir, der zerpflückt dir die Welt gleich, ey. Ja, Exo macht das mal, ich mach ja nix mehr. Oha. Alter, Alter. Ja, ich hab's gesagt. Alter. Der hat uns halt mal das halbe Treppenhaus aufgerissen. Wie geil war das denn bitte? Yo! Alter! Hat doch keiner! Ey, kannst du die Ogre nicht ausstellen? Die sind mehr als nervig. Die sind doch geil, ist so lustig. Scheiße! Patrick sagt so, der kommt hier nicht rein. Der zerflippt dir die Welt. Aber auf mich wird ja nicht gehört, Alter. Das war zu herrlich, ey. Geil. Ich jetzt fühle ich mich echt nicht mehr sicher. Nee. Der kommt hier nicht rein, der springt die halbe Wand weg. Ehrlich, ehrlich. Der kommt hier nicht rein. Ah, oh, schön, geil. Das habe ich nie gesagt, ihr habt keine Beweise. Ich gebe Applaus jetzt, ey. Wir müssen unser Haus nochmal, glaube ich, in den Berg eingraben. Ja, das sowieso. Ich hol das ganze Obsidian drum rumziehen. Das kann wir auch kaputt machen, nur Bedrock nicht. Dann bauen wir halt Bedrock. Wie unlogisch ist denn das? Bis jetzt kann gar nichts Obsidian kaputt machen, aber die können das. Nicht mal Creeper können Obsidian kaputt machen. Wie geil, der Ogre kommt auf einmal rein. Alter, geiler. Die halbe Wand, Alter. Die ganze Wand ist im Arsch gewesen. Aber auch wir haben ja nicht gehört. Und einmal steht da im Wohnzimmer drin, ey. Genau wie ein Dungeon Lord. Vorsicht, der Ogre ist zu groß. Immer noch totlachen. Patrick sagt eiskalt, der kommt hier nicht rein. Wo soll ich denn wissen, dass dieser Idiot da wirklich die Wand wegsprengt? Ich hab den ja nicht mal gesehen! Er ist, als er hinter mir stand. Der kommt hier nicht rein. Unterschätze niemals deinen Gegner. Also jetzt habe ich Angst vor dem Mod. Ich habe einfach nur Angst, dass die uns irgendwann mal die Bude einreißen. Das Kistenlager kaputt machen, die ganzen Items rausbringen. Das wäre auch ja. Also, Kevin, das Kistenlager wird nicht vor Ebene 20 gebaut. Also das Kistenlager kommt in die letzte Ebene. Ich habe eine Enderperle bekommen. Scheiß auf die Kühe, Hauptsache die Kisten sind sicher.
Ah, jetzt habe ich ganzen Schuss wieder hier drin. Und zwar, dass der Ogre gedroppt hat, ey. Nur Müll. Nur Müll. Stuss. Da ist wirklich nur Stuss. Ich habe mein Inventar gerade geleert. Geil. Patrick Sefter. Eiskalt.